Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von normal, ganz normal Vanilla Minecraft. Ja, in der letzten Part wollte ich eigentlich heute das Treppe machen, allerdings habe ich heute das letzte Video nicht geschafft, deswegen werde ich das heute jetzt. Und ich habe noch ein Thema anzusprechen, das ist was Komisches passiert. Ihr denkt euch bestimmt schon so, was? Amerika hat mehr Verkauf von Nintendo Switch? Yep. Es ist wahr. In USA verkauft sich tatsächlich die Nintendo Switch. Deswegen fangen wir heute einfach an. Alles klar. Und heute fangen wir einfach an. Und deswegen weiß ich jetzt. Also. Ich stecke jetzt den Bug. Nice. Nice, dass ich jetzt den Bug stecke. Ist ja nicht so, dass ich jetzt so Wacke stecke. Also, warum verkauft sich jetzt in den USA die Nintendo Switch? Es liegt einfach daran, dass in letzter Zeit schon, dass es in den letzten Monaten passiert, so direkt in Release, wo die Zahlen richtig hier verkauft wurde. Da wurde es tatsächlich auf den ersten Chartsplatz in der USA. Das habe ich wirklich gemerkt, weil ich habe geguckt, ob die V-Charts und da man sieht tatsächlich, in USA verkauft sich tatsächlich mehr die Nintendo Switch als die PlayStation 4. Ist stark. Ja, das ist ein guter Schritt für Nintendo, dass die so, weiß ich jetzt nicht einfach, dass die haben einfach nur gute Schritt gemacht, dass die eigentlich mal so einen richtigen geilen Konsole rausbringen. Und das haben die eigentlich getan. Finde ich eigentlich sehr gut, weil letztendlich ist auch neu diese Joy-Cons, weil die Joy-Cons sind bekannt für die Nintendo Switch halt, deswegen halt. Und auch die Pro-Controller ist bekannt, dass auch der Pro-Controller so geil ist und fühlt sich so geil und hast du nicht gesehen. Ja. Deswegen verkauft sich hier in den USA mehr die Nintendo Switch. Das ist echt schon. Ich weiß nicht, aber ich finde es echt geil eigentlich. Also, man sieht einfach, dass Nintendo richtig einen guten Schritt hier in der Zukunft besteht. Das hat Domi gesagt, das hat auch die Nerd News auch gesagt, dass die Zukunft wirklich tatsächlich Nintendo richtig gut Erfolg bringt. Und das haben die auch getan. Das finde ich eigentlich sehr gut. Ja. Es gibt auch ein zweites Thema, was ich auch noch zu. Noch ein zweites Thema zu Nintendo Switch. Und zwar hat sich irgendwie ein Unternehmer so gesagt, dass irgendwelche kleinen Kinder diese Joy-Cons irgendwie abbrechen und so. Oder auch denen für die kleinen Kinder, für denen zu groß sind. So groß sind und nicht auf die richtigen guten Steuerungen nicht gut halten. Das hat so ein Firma das gesagt. Und jetzt ist die Frage, ob eine neue Version für die Nintendo Switch gibt. Das ist noch unbekannt. Feststeht noch, dass soll irgendeine Nintendo Mini hier bald irgendwann sein, in 2018 oder so in 2 Jahren. Wer auch immer. Hoffe ich nicht, wenn jetzt wirklich ernsthaft eine Nintendo Switch Mini wäre. Naja, da brauche ich ja nicht unbedingt eine Nintendo Switch Mini für eine neue Version. Braucht man nicht unbedingt eigentlich. Braucht man nur vielleicht für kleine Kinder für diese Nintendo Switch Mini. Für Erwachsene braucht man das eigentlich nicht unbedingt. Würde ich ja nur sagen. Ihr kleinen Kinder. Ja. Ja, das ist alles, was ich jetzt dazu sagen soll. Also, es ist jetzt nicht viel jetzt rausgekommen, nur weil ich erstmal gemerkt habe, was gibt's denn noch in den News, ne? Was gibt's noch im Thema, was ich noch ansprechen soll und so? Und da habe ich rausgestellt, ach, stimmt ja. Falls ihr das 4 Tage nicht verpasst habt, da gab es die Nintendo Direct,
Da habe ich mit euch hier bei live reagiert. Bei Nintendo direkt hier mit euch. Und da gab's Tats. Und da wird es bald erschienen sein. Ich habe. Jetzt passt auf. Michael wird es erschienen am 17.05. für Nintendo Switch Version. Ist stark eigentlich. Normalerweise seit Michael für Moyana erschienen hat. Ach, wir müssen einfach jetzt für die Wii U Plattform gehen und das haben die eigentlich geschafft für die Wii U zu bringen. So letzten Jahres haben die rausgebracht, diesen Wii U. Aber naja, die Wii U hat sich ja nicht verkauft für Minecraft für die Wii U, deswegen haben die wenigstens für die Nintendo Switch ja Version für Minecraft rausgedacht. Das ist eigentlich ein guter Schritt für Mojang, dass die für eine neue Version für die Nintendo Switch bringen. Das ist schon eigentlich ein guter Schritt eigentlich. Normalerweise finde ich schon eigentlich brauche ich das eigentlich unbedingt für Nintendo Switch Finish für Minecraft brauche ich nicht unbedingt, weil das ist ein bisschen langweilig, muss ich zugeben. Weil auf dem PC ist viel besser als ja, auf irgendwelchen anderen Konsolen oder so, wie PlayStation oder Xbox oder so. Und auch bei Wii U oder so. Also alles dasselbe, muss ich zugeben. Ja. Ja, ja, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Also ich wollte heute eigentlich hier eine Treppe bauen. Mir ist gerade aufgefallen, dass aufgefallen ist, dass ich wollte hier so Bruchsteine dran setzen. Das mache ich jetzt auch, damit das hier ein bisschen schöner aussieht. Aber nicht so hässlich aussieht, sonst sieht es kacke aus und da habe ich keine Lust, das alles neu zu setzen. Ja, zu diesem Thema jetzt. Also, ich will allgemein, dass ich jetzt. Und stimmt ja, ich habe ein neues Banner auf meinen SVDOC. Also, dieses Banner habe ich mir tatsächlich selbst gemacht, so selbst gezeichnet, diese Spanburg. Von der Bielefeld. Ja. Ich weiß, ich kann schlecht zeichnen. Wenn ihr mich auszeichnet, das ist mir scheißegal. Hauptsache, das ist ein neues Banner. Weil es wird auch bei Jan Dummes kommen und das wird sehr schlecht sein. Kann ich jetzt dazu sagen. So, also. Ja, also freut euch drauf. Ende Sommer 2017. Mein alter Name. Und ja, du bist. Ja. Ich hoffe nur, dass läuft da. Ich hoffe nur, es kommt gut vielleicht wieder an. Wer weiß. Wer weiß, vielleicht kommt es wieder gut an auf mein. Auf meine Nummer ist wieder. Wer weiß, weil ich mache wieder, weil ich mache auch wieder so die witzigen halt ja. Ja, die witzigen Shows von mir wird ja auch bekannt gegeben. Und dann haben wir noch, ich weiß jetzt nicht, was wir noch haben, also ich glaube nicht, dass ich nicht so blöd bin. Bin ich auch nicht. Wenn ich jetzt so blöd bin, dann hatet mich nicht. Lalalalalala. Ach Gott. Ich habe jetzt gerade bisschen den Fehler gebaut. Super. Das war nicht ein guter Plan von mir. Da wird es ein bisschen länger dauern müssen.
Ja, jetzt ist mein Spitzhacke ab. Ja, jetzt ist mein Spitzhacke ab. Das ist ja mein Supi. Und mein Schwein ist halt noch da. Wenigstens ist mein Schwein ja wieder da, weil ich habe jetzt so ein Alter, jetzt habe ich schon Hunger. Ich brate mir jetzt was. Jetzt brate ich mir was. Brate ich mir was? Und ich habe viel Sand und Erde und Weizen. Obwohl, wir haben Weizen, da können wir uns Brot machen. Cool, da können wir uns Brot machen. Hey. Ja. Ah, diesen Brot ist so geil. Ach. Ich feiere halt Brote. Also ich feiere halt Brötchen. Also ganz normal Brotbrötchen halt. Den feiere ich so sehr. Mit Nutella. Ah. Merkt ihr das? Brot mit Nutella. Geil, super geil. Na komm. Der eine muss sterben, aber der eine Haus muss leider sterben. I'm sorry, this game is shit. Also ich werde hier mein Haus ein bisschen erweitern müssen. Dauert ein bisschen lange, bis denn mein Haus erweitert wird. Wird hier dauern. Wird auch dauern. Ja. Wow. Ach so, das warst du. Also ich hasse Skelett, ne? Seit der neuen Version hasse ich die jetzt schon noch doller. Weil in der alten Version hasse ich die nicht. Aber jetzt, seitdem die so stark sind, regen die mich so hart auf. Diese scheiß Skelette. Warum, Bojan, macht ihr sowas von solchen, diesen Skeletten oder so irgendwie schwer? Ich verstehe es nicht. Mach doch irgendwelche anderen Mods. Hallo? Ich konnte checken das aber nicht. Muss ich jetzt zu denen jetzt echt sagen, weil das ist ein bisschen gemein von denen gewesen. Also kann ich zugeben. Und wenn jetzt irgendeiner von mir hinten kommt. Ach komm. Da hinten ist schon wieder ein Skelett. Da ist schon wieder ein Skelett. Ich werde hier zu wahnsinnig. Ich werde hier wahnsinnig. Okay, wir haben das jetzt. Und hier machen wir bald hier so ein Glas dahin, so ein Glasstone halt hier hin. Und ich wusste, dass du das machst. Wo bist du? Wo bist du? Bam. Geh weg, Mann. Alter. Die machen mich wahnsinnig, ey. Die machen mich echt kürbis wahnsinnig. Können nicht einfach verpissen oder irgendwo sich vergraben. Oh nein. Ja, okay. Ist okay, ne? Ach du hässige Creeper, ne? Du dreckiger Bastard. Creeper, ich höre dir. Wenn du Familie hast, ne Creeper, dann, dann sage ich dir, deine Mutter stinkt. Ey, ich stell dir das vor. Moja macht eine neue Version. Und da kommt dann so ein Familienkeeper. Das wäre echt witzig.
Was willst du? Was? Fucken die mich. Wir sollten jetzt anschreien. Muss jetzt sein, leider. Sorry. So, da können wir mal ins Bett gehen. Ich glaube, es ist schon Tag. Ich weiß nicht, wieso wir jetzt sind, aber egal. Ja, Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, ob die jetzt hier wirklich eine neue Version für eine Switch Mini. Dann würde ich machen, dann würde ich mir das nicht holen. Dann würden die das kleine Kinder bestimmt holen. Also ich glaube nicht, dass die Erwachsene ernsthaft eine Nintendo Switch Mini holen. Das wäre echt lächerlich. Ich würde mich an eine Bewertung freuen und ja, wir sehen uns. Mach's gut. Tschüss. Oh yeah. Oh yeah. Abonniert meinen scheiß Dreckskanal. Hier, links findet ihr das letzte Video, yeah! Ich sage euch Tschüss, weil ihr so scheiße seid! Abonniert und guckt das letzte Video, yeah!